Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Tierschicksal der Lünepost und, wen ich Ihnen vorstellen möchte, den haben Sie ja schon gesehen in der Nahaufnahme. Vorhang auf für Ziegensittichhenne Olivia. Und kommen wir gleich mal zu einigen wichtigen Daten. Die Sittichdame ist beringt und laut ihrer Beringung ist sie circa ein Jahr alt. Als Olivia vor einigen Wochen hier in Lüneburg aufgefunden wurde, befand sie sich in einem gesundheitlichen, katastrophalen Zustand. Sie war wirklich, und so muss man es sagen, dem Tode näher als dem Leben. Dank der intensiven Pflege der Mitarbeiter des Lüneburger Tierheims und auch die tierärztliche Behandlung und Fürsorge geht es Olivia jetzt wieder richtig gut. Ihr Gefieder ist prachtvoll, sie ist wieder aktiv, sie hat sogar ein bisschen zugenommen. Sie nimmt wieder teil am Leben, sie frisst gut und nun hoffen auch wir natürlich von der Lünepost, einen lieben Menschen zu finden, der Geduld mitbringt, denn Olivia, trotz dass sie so jung ist, ist noch nicht handsam. Sie ist noch sehr scheu, aber was nicht ist, das kann doch noch werden. In einer Außenvoliere gehört Olivia nicht. Sie braucht wirklich schon den nahen Kontakt zu ihrer Bezugsperson. Na, du Süße. Denn ich habe schon gemerkt, ich war schon ein paar Mal hier und je länger ich rede, quatsche sozusagen, desto aufmerksamer wird sie und sie hat sich schon bis hier vorne zu dem hinteren Ast vorgewagt und mich mit großen Augen angeguckt. Kommen Sie her, lernen Sie sie kennen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.